Simon, die Sitzung, die Redaktionssitzung ist vorbei vom Echo. Welche Gespräche kommen jetzt auf dich zu? Ja, das ist gängig so eine Sache. Also, andenkt, sagen wir ja immer. Ich muss eigentlich von 4 ausgehen. Oder 2 sind sicher realisierbar. Eins mit einem Bundeshauskollegen zu einem Geschäft, das im Bundeshaus oben ist. Deutschland ist ein grosses Thema mit der Bundesnachrichtendienstaffäre. Das ist auch mit dem Arbeitskollegen, mit dem Korrespondent in Berlin. Und nachher sind 2 so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben eine Geschichte aus der NZZ gesehen, wo es um Lobbying geht, wo die FDP-Nationalrätin Christa Markwalder involviert ist. Und da hätten wir jetzt sie natürlich gern. Und da weiss ich jetzt noch nicht, ob sie zusagt. Und wenn sie zusagt, ist das wahrscheinlich das grosse Gespräch für Hinnig. Und nachher ist noch eins in der Schwebe, weil die israelische Regierung wird irgendwann mal zusammengestellt. Und ich weiss nicht, wann. Das heisst, ich muss auch eigentlich so ein Gespräch parat haben. Bei diesem Gespräch mit Christa Markwalder, wie bereitest du dich auf so etwas vor? Gut, hier ist jetzt, das ist wirklich eine Geschichte von der NZZ, also das ist sicher mal den Artikel lesen. Nachher die Mittagssendung hat es auch schon und die Journalistin, die es am Mittag macht, mit der rede ich natürlich nachher auch. Ich rede auch mit dem Team. Nachher gehe ich ins Internet schauen, auch mit dem Kasachstan. Es geht um Kasachstan. Ich kann hoffentlich, wenn Christa Markwalder dazu sagt, auch mit ihr ein Vorgespräch führen. Mit dem Bundeshaus. Das ist jetzt alles ein bisschen Wunschprogramm. Ob ich dann wirklich Zeit habe für alles, das weiß ich natürlich nicht. Oder? Aber man kann schon, ich bin nicht allein. Oder? Ich kann mir das so erfragen und Meinungen einholen von den anderen. Wie viel Zeit hast du für so eine Gesprächsvorbereitung? Das ist dermaßen unterschiedlich. Und wenn ich jetzt denke, wenn es heute wirklich 4 wären, nicht so viel. Leider nicht so viel.